gibt es so ein altes Gemälde aus meiner Kindheit und ich wollte immer schon mal wissen, welche Stadt dieses Motiv wohl zeigt. Prägnantesten dort drauf sind zwei Türme, die in ihrer Form und Art doch etwas sehr ungewöhnlich sind. Ich fragte dazu einfach Google Lens. Am einfachsten geht das über die Google App. Dazu wird das Kamerasymbol hinter dem Suchfeld ausgewählt, das Motiv gescannt bzw. abfotografiert. Anschließend wird einfach über die Bildersuche das passende oder ähnliche Motiv ausgewählt. Dieses verspricht dann wesentlich mehr Informationen, zumindest in den meisten Fällen, wie in diesem hier. Die Suchergebnisse lässt sich tiefer recherchieren. Hier fand Google eine Postkarte mit dem identischen Motiv aus Besigheim in Baden-Württemberg. Über Google fand ich dann heraus, dass es tatsächlich in Baden-Württemberg ein Besigheim gibt. Tatsächlich soll es dort zwei prägnante Türme geben, beziehungsweise sogar mehrere. Also in die Bildersuche. Siehe da, das kommt doch sehr bekannt vor. Wichtig ist jetzt, anhand des Bildes die richtige Perspektive der Aufnahme zu finden. Mithilfe von Google Earth oder anderem Kartenmaterial lässt sich dann tatsächlich die Position des Fotografen bzw. in diesem Fall des Malers herausfinden. Übrigens lohnt es immer, nicht nur bei Google zu suchen, sondern auch auf YouTube. Da findet man immer irgendwelches Filmmaterial, was einem dann auch zur Orientierung hilft. Auf YouTube gab es dann auch noch einen alten Film über Besigheim und seine Kunsttradition, der sehr aufschlussreich war. Kurz, bei dem Bild handelt es sich offenbar um Kitsch, aber das macht ja nichts. Nichtsdestotrotz ein sehr gutes Beispiel dafür, wozu man Google Lens überall benutzen kann. In diesem Fall als Kunstdetektiv.